Hallihallo, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit der lieben Klee-Familie. Und wie ihr sehen könnt, sind wir wieder in Windenburg und nicht mehr im Urlaub in Salvadorada. Ja, leider habe ich. Ich habe zwar noch eine Folge bzw. Silvester in Salvadorada aufgenommen, habe dann aber beim Schneiden festgestellt, dass die Folge absolut Katastrophe war. Die Sims sind immer wieder hängen geblieben. Ich musste sie dauernd zurücksetzen und sie haben Stunden gebraucht, um irgendeine Aktion auszuführen. Und das hat mich dann beim Schnitt doch echt genervt, dass ich das alles rausschneiden wollte und dann blieb halt nicht mehr viel übrig. Deswegen drücke ich hier mal kurz Pause und werde euch dann ein paar Bilder hier einblenden. Auf dem ersten könnt ihr sehen, dass die Alice immer noch mit ihrem Papa gestritten hat und sie hat ihn während des Streitens sogar geschubst. Da war ich dann selbst auch ein klitzekleines bisschen schockiert, muss ich sagen, dass die ihren Papa geschubst hat. Ja. Es ging einfach darum, dass sie immer noch darüber diskutiert, dass sie halt nicht in diesem Haus weiter wohnen möchte und sich um all diese Pflanzen kümmern möchte, denn sie will nichts damit zu tun haben. Sie möchte wichtigere Dinge tun, als zuzusehen, wie Samen sich in Pflanzen verwandeln oder den Tag mit Fischen zu verbringen, wie Enrico das halt getan hat. Und ja, sie sehnt sich halt nach der Großstadt und deswegen möchte sie halt nach San Myshuno ziehen, wenn sie älter ist und in die Wirtschaft ja, eintreten. Wie soll ich das jetzt sagen? Sie möchte auf jeden Fall in der Wirtschaft Fuß fassen und das passt ihrem Papa aber überhaupt nicht. Und Alice denkt nun darüber nach, ob sie jetzt schon als Teenager einfach abhauen soll. Und ja, denn das Leben hier in diesem Haus geht ihr einfach auf die Nerven. Und da kann ich kann sie verstehen, wenn man etwas absolut nicht möchte und die Eltern, beziehungsweise hier der Papa, möchte einen unbedingt dazu bringen. Ja, das ist schon extrem anstrengend. Und dann haben wir halt noch, ihr könnt euch sicher an den kleinen Streuner erinnern aus der ersten Urlaubsfolge. Den süßen JD und ich hatte beschlossen, wenn der liebe JD nochmal über die Füße läuft, dann würden wir ihn adoptieren. Ja, und der JD ist irgendwann ganz traurig mit hängenden Ohren in Salvadorada rumgelaufen und da habe ich dann halt mit Matteo versucht, ihn zu adoptieren, um dann irgendwann schlussendlich festzustellen, dass er gar kein Streuner mehr ist. Ja, das war dann irgendwie verlorene Zeit, aber gut. Ich blende euch trotzdem die Fotos hier an, da könnt ihr sie sehen. Ja, und dann machen wir hier mal weiter. Und ich habe auch, das sage ich euch auch, ich zeige euch das, hier, Matteo, Enrico hatte 5.650 Belohnungspunkte. Und ich habe ihm, also den grünen Daumen hat er ja schon, und ich habe ihm für die 5000 Punkte hier Belohnung den Gelbbaum geholt. Ich habe mir gedacht, so als letzte Aktion von ihm, denn so lange, ja, das kam ja auch, die Meldung, dass er nicht mehr lange da sein wird, kam auch im Urlaub, dass er seine Dinge, die er noch erledigen möchte, noch erledigen sollte. Ja, und hier steht dann der Geldbaum und ich hoffe, dass ja, sie noch ein bisschen was davon haben. Wo ist Alice? Ah, Alice ist da. Ja, die Hausaufgaben sind auch wieder da gewesen. Die lagen auf einmal auf dem Tisch rum. Aber ihr habt es ja gesehen, in der letzten Folge war das Hausaufgabenheft nicht zu finden. Und auf einmal war es wieder da. So, dann schauen wir aber jetzt erstmal. Wer ruft denn hier an? Hallo Matteo, ich wollte dich anrufen, um dir zu sagen, dass Detlef Braun verschieden ist. Ich dachte, du möchtest das vielleicht wissen. Kenne ich Detlef? Ich weiß es echt nicht mehr. Hier seht ihr JD. Wer ist denn Detlef? Kein Plan. Wirklich. Keine Ahnung.
Es tut mir aber sehr leid für Matteo, denn er ist so traurig schon wegen dem Streit zwischen Alice und Enrico. Und jetzt ist auch noch jemand gestorben. Ja, das ist nicht einfach für ihn. Ich werde jetzt diese Teile zur Authentifizierung verschicken. Denn so kriegen wir vielleicht die Sammlung noch irgendwie voll. Ach, und das muss ich euch auch zeigen. Ich habe ja gedacht, wir hätten in dem Tempel absolut nichts Großartiges gekriegt, gefunden. Aber schaut euch mal diesen juwelbesetzten Goldlauffrosch an. Der ist sehr selten und der ist einfach mal über 10.000 Simoleons wert. Wahnsinn. Und das hier, ja, das ist unentdeckt. Ich weiß jetzt nicht. Wir brauchen einen Kristall. Der ist irgendwie nichts wert. Ja, fusionieren mit. Versuchen wir das mal. Ach, das macht er aber erst nach der Schule. Kein Problem. So, wie sieht's hier aus? Könntest du vielleicht mal aufstehen? So. Hier. Steh mal auf, Enrico. Und dann gehst du hier auf Toilette. Dankeschön. Und da kannst du auch hier all diese Teile noch wegschicken. So, das ist zwar irgendwie mit Ruhm verbunden, aber was soll's. Der verschwindet auch gleich wieder. Hier, das haben wir ja selbst. Ach, das hat Enrico auch noch selbst authentifiziert. Eine türkise Maske des Kars. Ja, Seltenheit ungewöhnlich und die Qualität ist schlecht, aber naja, was soll's. Ich glaube, das waren sie alle. Ja. So, dann kann er das hier noch machen, alles. Da bin ich gespannt, wann wir die Teile zurückbekommen. Ich glaube, das müssen wir hier am Briefkasten dann kontrollieren. Wer ruft uns denn hier an? Hackerangriff. Wir haben herausgefunden, dass Matteo heute in die Schulcomputer eingedrungen ist. Wir wissen nicht, was er vorhatte, aber wir konnten ihn stoppen, bevor er etwas anrichten konnte. Eine Warnung sollte ausreichen. So, genau. Wäre es jetzt Alice gewesen, hätte ich gemeinerweise etwas anderes entschieden. So, dann ernte mal deinen ganzen Garten hier ab. Mega Verkauf. Mach das mal. Sind wir wieder in unserem Garten? Bist du jetzt auch kaputt? Na gut, dann rufen wir auch einen Reparaturservice. Ich habe mich dazu entschlossen, dass alles, was eigentlich ein ganz normaler Mensch ohne Vorkenntnisse nicht selbst reparieren könnte, auch den Reparaturservice ruft. Also machen wir das jetzt auch bei den Sims. Und Enrico ist ja jetzt nun schon im Alter und ja. Kann das vermutlich dann auch nicht mehr so, wie er es wollen würde, wenn er es könnte. Ja. So, haben wir hier noch was hängen? Ja, alles verkaufen. Post wurde zugestellt. Rechnungen haben wir. Können wir hier noch. Ach, wie habe ich sie genannt? Elliot. Ja, ich habe sie Elliot genannt, weil unsere Kuhpflanze ist ja immer noch unsichtbar. Und hört ihr die Geräusche? Ich finde, das klingt einfach nach Elliot, ne? Elliot, das Schmunzelmonster, konnte sich auch immer unsichtbar machen. Und ja, deswegen heißt es jetzt so. Dann gucken wir mal, was wir heute in der Post hatten. Ach, der Handwerker ist da. Da hinten, bitte. So, der Artefaktrat freut sich, dir mitteilen zu dürfen, dass es sich bei diesem Artefakt um eine originale omniskanische Antiquität handelt. Danke. Ist das alles? Nur eine? Nee, alle. So, wie viel? Selten 316. Wow, 954, auch selten. Was ist es eigentlich? Goldstatue, Zettel, Titeli, keine Ahnung. Hier haben wir nochmal eine Goldmaske des Kars, Amazonit-Erntemesser, ungewöhnlich. Ach, die Qualität ist schlecht. Alles, ach so, alles, was so grün ist, denke ich, ist schlecht, ja. Aber wir haben ja hier ein bisschen Kohle gemacht. Gold-Erntemesser, selten 808. 246. Ja, gar nicht so schlecht hier mit dem Geld. Können wir dann alles verkaufen. Wer steht hier irgendwo rum? Ich weiß nicht warum, aber die Sims haben diese Tür als Haustür auserkoren. Und ja, naja, wer bist denn du eigentlich? Medulla Skelett? Bitte? Was? Wie Medulla Skelett als Teenager. Ja, das ist doch das Skelett aus
Salvadorada, warum ist die jetzt hier? Na gut, begrüßen wir sie einfach. Freundlich vorstellen und ja, mach das einfach mal. Ich denke, das reicht dann auch. Was haben wir hier? Ein Brief? Rechnung? Ach so. Ah, das ist, oh, das ist aber neu, oder? Hatte man schon immer Rechnungen? Oder ja, ich habe sie eigentlich nie rausgenommen. Ich habe sie gleich am Briefkasten bezahlt. Deswegen vielleicht. Keine Ahnung. Wir gucken mal kurz in die Sammlungen rein. Ja, wir waren ja schon da. So. Was fehlt uns denn? Uns fehlt eigentlich noch ganz, ganz viel. Ja, leider. Ich glaube, diesen Punkt muss ich mir dann abziehen. Das werden wir nicht mehr schaffen. 9 von 16. Vielleicht kommen ja noch ein paar dazu von Matteo. Ja. Schade. Höchstens die Poster könnten wir versuchen. Aber dann müssten wir nach San Myshuno. Ich glaube, er hat gerade nichts zu tun. Könnten wir eigentlich machen, oder? Komm, wir machen das mal. Wir reisen jetzt nach San Myshuno. Hier, reisen. So, wir reisen alleine. Ja, was ich euch auch noch erzählen wollte, ist, dass die Abstimmung für Alice Wohnung vorbei ist. Und ich kann sagen, es war sehr, sehr knapp zwischen den Wohnungen. Aber es ist ausgelost und beziehungsweise die Stimmen sind gezählt. Und ja, die Wohnung ist auch bereits platziert und wartet nur darauf, dass Alice abhaut und einzieht. Ja, ich freue mich schon darauf, auf die zweite Generation hier. Ich bin gespannt, was wir dann so alles erleben werden mit Alice in San Myshuno. Ja, Matteo ist traurig, sicherlich, wenn er dann alleine mit seinem Papa zu Hause ist. Bummel durch das Fashionviertel. So, hier finden wir nichts mehr, dann gehen wir weiter. Ja, Enrico wird, denke ich, anfangs sauer sein und ja, danach wird er seine Alice bestimmt vermissen. Ja, wie die Alice so drauf sein wird, weiß ich nicht. Das müssen wir dann schauen, ob sie weiterhin sauer auf ihren Papa ist oder ob sie irgendwann mal wieder, ja, ihm verzeihen möchte und zu ihm zurück möchte. Beziehungsweise sich wieder mit ihm verstehen möchte und ihn auch mal zu sich einlädt und so weiter. Das werden wir ja dann sehen. So. Wo könnten wir denn hier noch ein Poster finden? Ach, hier geht's auch noch hoch. Toll. Ich war eigentlich hier noch nie. Da finden wir noch... Ah, sind schon bereits alle weg. Toll. Sehr toll. Ich war hier echt noch nicht. So. Ich möchte mich auch nicht zu sehr umsehen. Ich möchte das alles mit Alice entdecken. Und deswegen bin ich jetzt nur hier, um mir irgendwelche Poster zu schnappen, wenn denn welche hier wären und sie nicht schon alle weg wären. Sind schon alle weg. Mensch. Ja, dann werde ich jetzt auch hier wieder rüberreisen zu dem dritten Stadtteil aus San Myshuno und hoffe, dass ich dort noch ein... Nee. Ja, dritten. Wir haben ja 4 Teile hier. Und noch ein Park. Ja. Hierhin. So, genau. Ich hoffe, dass wir dann dort vielleicht noch ein Poster finden. So, hier wären wir. Und da ist noch eins. Juhu! Nimm's dir schnell. Enrico, hierhin. Ah, danke. In der Zeit, in der Enrico sich das Poster nimmt, schaue ich mich hier noch um. Hier haben schon welche sich künstlerisch verewigt. Hier auch noch ein kleines Bild. Da genau. Was ein etwas komischer Flamingo, nehme ich mal an. Die Nacht der Keulung haben wir gefunden. Ich bin so gespannt, ob wir dann jetzt wirklich noch mehrere Poster finden werden. Dann kriegen wir doch vielleicht eine Sammlung voll. Ja, und dann kann ich mir den Punkt dann halt doch anrechnen. Hoffe ich. Wenn nicht, dann ist es halt so. Ja, hier ist, glaube ich, noch eins da. Yay! Oh, mit Glück. Wir brauchen ja nur 4. Bis jetzt hatten wir 2 verschiedene. Vielleicht geht das dann jetzt auch noch. Und ein observiertes Observatorium von Engsti. Gut.
dann können wir jetzt noch ins letzte Viertel reisen und hoffen, dass wir dort das letzte Poster finden. Oh, wie aufregend. Yay. Hier steht auch ein tolles Häuschen, wie ich finde, so zwischen all den Hochhäusern ist das ein schönes Häuschen und eigentlich eine schöne Alternative, wenn man denn nicht immer in einem Apartment leben möchte. Toll, hier sind keine Poster mehr. Alice ist he für heute fertig mit der Schule, genau wie Matteo. Okay. Nein, hier sind keine. Schade. Da vielleicht? Nein. Auf das letzte. Ach, hier ist eine Demo. Gegen was demonstrieren wir denn? Wir brauchen günstigere Preise. Alles ist viel zu teuer. Prozente für alle. Ach und Matteo schließt sich einfach mal an. Wie toll. Zeig's ihnen. Irgendwie passt das voll zu Enrico, denn er gehört ja zu denen, die sich ihr Geld hart erarbeiten und deswegen ist er halt dafür, dass nicht alles so teuer ist und so weiter, da er mit seinem Geld halt auch haushalten muss, ne? Ja, und dieser Brunnen hier habe ich noch nie gesehen. Ich finde den super schön. Steht da einfach mal hier rum, obwohl hier nichts los ist. So, und ich glaube, ein Poster werden wir hier leider nicht mehr finden. Die Dinger sind alle leer. Da klebt nichts mehr dran. Schade. Jetzt hätten wir, bis auf einen hätten wir jetzt alle gehabt. Ja, sehr schade. Aber gut, dann ist es jetzt so. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Die Kittys sind ja auch zu Hause. Was machst du jetzt? Hörst du dir die Musik an? Hier, dann spende der guten Dame doch etwas hier. Spende geben, was haben wir? Na komm, sind wir mal großzügig. Reden vorhin noch etwas von weniger Geld ausgeben, Prozente für alle und so weiter. Und jetzt schmeißen wir ihr einfach mal 100 Simoleons rein. Dann war das alles. Ich dachte, die kriegen jetzt mal ein Dankeschön. So, dann geht's nach Hause. Komm. Zu Hause angekommen. Sitzen die Kitty schon hier drin. Und hast du die Dinger jetzt weggeschickt oder nicht? Das, ja, sind weg. Bin ich mal gespannt. Hier fusionieren mit Chaos Reliktbasis. Und jetzt? Wow. Gabe der neuen Beziehungen. Okay. Damit muss ich mich mal etwas näher befassen, wenn es denn soweit ist. Wie sieht's hier aus? Ist der Geldbaum schon ein bisschen gewachsen? Nö, ist er nicht. Gut. Du kannst dich dann hier noch ein bisschen um deine. Hier sind die Poster. Jetzt schauen wir mal hier rein. Was? Ach so, das ist was anderes. Gut, wir haben jetzt Stadtposter gefunden. Ah, okay. Ja gut, dann ist es halt so, ne? Dieses Dings werden wir nie wieder vollkriegen hier irgendwie. Hier kannst du das Teil irgendwie noch säubern, bitte. Und dann Kirschbaum. Ach, Mr. Peaks. Sind Sie im Urlaub? Lassen Sie mal gucken. Du bist traurig. Warum bist du traurig? Käfig säubern. Futter auffüllen. Spielen und. Ups. Was war das? Das haben wir ja schon. Spielen. Reden. Nach Tag fragen. Nach Nagern fragen. Hier kannst du ihm auch ein Geheimnis erzählen. So. Wie geht's dir? Bist immer noch traurig? Ja, das tut mir leid. Kann ich denn diesen Kristall zum Veredeln zum Juwelier schicken? Ja, dann mach das mal. Dann können wir nämlich hier so einen Kristall einsetzen. Hier bei diesem goldenen Totem, was auch immer. So, was haben wir jetzt? Umweltfreundliche Geräte. Okay. Perfekt. So, lieber Enrico, was können wir denn hier noch mit dir anstellen jetzt? Eigentlich soweit nichts mehr. Hier kannst du das bitte aufräumen. Nee, eigentlich könntest du die auch essen. Die sind ja noch gut.
Denn du hast ein bisschen Hunger. Matteo, was machst du? Ach, hör doch jetzt mal auf, immer so traurig hier rumzulaufen. Das ist ja schon deprimierend. Ruf doch nochmal die Kummer-Hotline an. Wo warten die gleich nochmal? Hier vorne. So. Alice, wie sieht's aus? Na, ja, flippst du jetzt gleich wieder aus? Mit Freunden reden? Na gut. Rede du mit deinen Freunden. Wo sind sie denn? In deinem Zimmer? Okay. Wenn du dann mit deinen Freundinnen fertig geredet hast, könntest du hier nochmal mit deinem Papa hier streiten. Ein bisschen. Der Bodenwörter um die Ohren brüllen. Getränk werfen. Och, sie fängt gleich mit dem Getränk an. Upsi! Ja. Ich glaube, Enrico hält das auch nicht mehr sehr lange aus mit ihr und wird sie sicherlich irgendwann mal rausschmeißen. Es wäre jedenfalls für ihn besser. So muss er sich nicht in seinen letzten Tagen mit einer, wie sagt man das jetzt, mit einer außer Kontrolle geratenen Teenagerin befassen, ne? Es wäre auf jeden Fall einfacher für ihn. Ja. Lassen wir die beiden noch ein bisschen streiten. Hier, für wen? Detlef Braun möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Nein. Du bist doch ein Geist. Wie scheint es den beiden nicht viel auszumachen hier? So. Enrico ist wütend und sagt ihr, sie könne ja auch gehen, wenn sie das unbedingt möchte, wenn sie denkt, sie könnte es besser als er und sie wüsste, was richtig für sie ist. Da sie sich eingesperrt fühlt, so kann sie gehen und braucht sich nicht mehr eingesperrt zu fühlen. Alles, was ich dir sage, hast du zu tun. Und sie schreit zurück, du hast mir gar nichts zu sagen. All sein Spielzeug wird er in den Müll schmeißen. Und sie sagt ihm dann, dass auch wirklich Zeit wird. Und sie hätte ihm auch absolut nichts mehr zu sagen, denn sie würde gehen, sobald sie gehen könnte. Und Enrico ist das echt zu viel. Und sie findet es tot langweilig, was sie ihm alles so erzählt. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie das hier so weitergehen wird. Denn ja, ob Enrico sich das noch lange bieten lässt, ist was ganz anderes, ne? Ja, sie versucht scheinbar mit ihm zu versöhnen und nein, es war ein gemeiner Hinterhalt. Ja, Enrico mag keinen stinkigen Fisch und das weiß sie. Ja, gut, sie muss jetzt auf Klo. Das passt gerade nicht, Alice. Enrico erklärt ihr, dass sie lernen muss, um einen anständigen Beruf zu haben und davon will sie aber absolut nichts hören und ist total genervt von ihrem Vater, weil der ihr immer vorschreiben möchte, was sie tun soll. Sie wünschte sich so sehr, ihre Mama wäre noch da. Ja. Alice und Enrico verabscheuen sich jetzt und ich denke, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Enrico sagt, stopp, nicht weiter als bis hierhin. Und du kannst deine Sachen packen und gehen. Ich möchte dich in diesem Haus nicht mehr sehen. Alice findet das zwar irgendwie nicht gut, aber wenn er das unbedingt so möchte, sie kann ihn ja sowieso nicht mehr ausstehen. Sie hasst ihren Papa. Also wird sie jetzt auch gehen. Enrico wird noch schnell auf Toilette gehen und in dieser Zeit, in der Enrico auf Toilette ist, wird Alice verschwinden. Alice wird gehen. Wir verabschieden uns. In der Zeit ist Enrico auf der Toilette. Du gehst jetzt einfach irgendwo hin. So, bitteschön. Enrico kriegt davon nichts mit. Er wäscht sich nichtsahnend die Hände und wird schlafen gehen. Und die Alice hat keine Lust mehr und geht ihrer Wege. Ja.
Und mit diesem Bild werde ich mich von euch verabschieden. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge. Tschüss und ciao, ciao!